Zeit, wo die Massen kommen. Das Zentrum von Krems natürlich ist einzigartiger und in diesem historischen Spannungsfeld zu arbeiten, ist schon eine Herausforderung, klarerweise. Wirkt sich natürlich auch in der gesamten Struktur der Stadt aus. Also über die Jahrhunderte weg, Schulen Krems ist auch entstanden. Eloxiertes, beschichtetes, besonders beschichtetes Stahlblech, so dunkel changierend. Und die letzte, die Schwere, die müssen wir noch dunkel dafür sein. Ja, was hat der Bernd dafür noch vergeilt? Interessant war nur beim Material, was ich natürlich sofort unterstützt habe. Sie hat gesagt damals, oder das Denkmalamt hat gesagt, kein Niro. Wo wir ja vor quasi 10, 15 Jahren das Museum eigentlich gemacht haben, wo wir die alten Strukturen freigelegt haben, die teilweise in die 60er Jahre sozusagen die Verbindung kaputt gemacht worden sind, wo wir diese alten Züge wieder geöffnet haben und wo wir eben Einbauten getätigt haben, die einfach ganz klar funktionell ablesbar sind, die sich jetzt aus dem Mittelalter, das ist nicht aus der Vorzeit, sondern das ist einfach jetzt sozusagen. Das ist ein ganz einfacher Ansatz eigentlich. Aber das alte und neu ist neu. Wenn ich das unterscheide, wenn ich nicht versuche, da drin zu mischen oder anzupassen oder sonst irgendwas, auch eine eindeutige Linie gegeben. Wir haben in der Dominikanerkirche drüben innen einen totalen Glaspavillon eingebaut, ein Foyer, das fast nicht sichtbar ist. Es war natürlich auch eine Vorgabe des Bundesdenkmalamtes und es ist uns gelungen, das zur Funktion zu bringen. Diese weißen Zeichnungen auf so einem rosa Putz,
alten Dominikanerkirchen, die sind ja nicht sehr alt. Das haben sie in die 70er Jahre aufgepenselt. Das haben wir jetzt aber trotzdem dann teilweise so lassen und dass man auch diese eigenartigen, vielleicht sogar Irrwege des Umgangs mit Denkmälern trotzdem sichtbar lässt. Dieses Glasfoyer, was da drinnen steht, in der Dominikanerkirche, das ist nur auf 10 Jahre gewidmet worden. Ursprünglich wäre dieses Glasfoyer in das zweite seitliche Joch auch hineingeraten. Diese verschiedensten Licht- und Lichtbrechungen, die dadurch entstehen. Und die Spiegelung zum Beispiel vor den gotischen Fenster, also vor diesem Spitzbogenfenster, aber gibt es so Rundoberlichtgartenfenster im Glasfoyer. Da gibt es wirklich spannende Dialoge. Sehr viele Regionen versuchen diesen Status zu erreichen, weil das touristisch gut verwertbar ist. Das ist ganz einfach. Es gibt ja auch im Weltkulturerbe gibt es ja Objekte, einige Objekte, die faktisch als kubische Baukörper dastehen, die teilweise aus dem Mittelalter oder sonst irgendwas sind. Also es ist ja nicht so. Und wenn in so einer Situation kommt und wenn das richtige Objekt und das richtige Bauwerk ist, dann kann das ja auch so stimmen. Also dieses Weltkulturerbe, mir kommt das ja immer so ein bisschen als Lobby auch vor, als Mächtige.